Walt Disney ist bekannt für seine Helden. Unerschrocken und gut aussehend. Nie kriegen die meine Nase richtig hin. Und mit allen Wassern gewaschen. Na warte! Viel Spaß im Knast! Ich werde dein Lachen vermissen! Sie kommen stets an ihr Ziel und mag es noch so hochgesteckt sein. Doch mit dieser Heldin hat wohl keiner gerechnet. Rapunzel ist der 50. Trickfilm von Disney und führt eine lange Tradition fort, die mit Schneewittchen begann. Der Film ist ein großes Erlebnis. Den kannst du dir eigentlich von 4 bis 100 angucken und Spaß dran haben. Rapunzel ist eine unserer wunderbarsten Figuren. Sie ist einfach zauberhaft und echt toll und ich bin ganz froh, dass ich ihr Leben einhauchen darf. Lass dein Haar hoch! Vor über 70 Jahren begann die Ära ihrer Trickfilme. Rapunzel neu verföhnt ist die neueste Märchenadaption der Disney-Studios. Mit prominenter Unterstützung von Moritz Bleibtreu und Alexandra Neldel. Hallo. Willkommen zu Hause, Mutter. Rapunzel, also wie du das nur schaffst, jeden einzelnen Tag und zwar ausnahmslos. Es sieht furchtbar anstrengend aus, Schatz. Ach, ist nicht so wild. Es ist kein Mädchen, es ist eine junge Frau. Und sie war 18 Jahre lang im Turm eingesperrt und dafür ist sie wahnsinnig tough. Natürlich ist sie alleine und sie muss einfach mal raus. Mit dem 18. Lebensjahr hat sie gedacht, jetzt muss ich das endlich mal machen. Also, Mutter, wie du ja weißt, ist morgen ein ganz besonderer Rapunzel, Tag. Rapunzel, sieh in diesen Spiegel. Weißt du, was ich da sehe? Ich sehe eine starke, selbstsichere, wunderschöne junge Frau. Hm. Oh, und ich sehe ich auch. Von ihrer herrischen Mutter ist keine Hilfe zu erwarten. Da bekommt Rapunzel überraschend Besuch. Sie kennt das ja nicht so. Sie kennt ja wirklich nur die Mutter im Turm. Da ist ein Mann in meinem Kleiderschrank. Zu schwach, um draußen allein klarzukommen, was, Mutter? Tja, sag das nicht meiner Bratpfanne. Und dann wacht er auf und sitzt auf dem Stuhl und ist umwickelt von ihren ganzen Haaren. Wer bist du? Und wie hast du mich gefunden? Ich weiß nicht, wer ihr seid, noch wie es dazu kam, dass ich euch fand. Doch möchte ich nur eines sagen. Hey. Rapunzel ist eine sehr starke Figur. Daher brauchten wir jemanden, der es mit ihr aufnehmen kann. Flynn Rider ist so jemand. So, Flynn Rider ist exactly that. Bewachst du das hier? Ja. Flynn ist ein sehr von sich selbst vollkommen überzeugter junger Mann und Gauner. Los, zieh uns hoch, Prinzessin. Tut mir leid. Ich hab die Hände voll. Also er ist jemand, der sehr narzisstisch, sehr eitel, sehr von sich selbst überzeugt ist. Wie läuft's denn so? Mein Name ist Flynn Rider. So ein Poser würde man das heute nennen. Wenn du diese beiden Personen aufeinandertreffen lässt, sind Konflikte programmiert. Na schön. Hör zu, eigentlich wollte ich das nicht tun, aber du lässt mir keine andere Wahl. Wer kann hierzu schon Nein sagen? Also irgendwie ist das heute nicht mein Tag, sonst klappt das immer. Ich fand's gut. Super. Die prominenten Stimmgeber Alexandra Neldel und Moritz Bleibtreu hatten sichtlich Spaß bei der Arbeit und waren hoch motiviert. Wenn man weiß, man darf Rapunzel, also so eine Disney-Produktion, sprechen. Das gehört in die Kategorie Träume, die wahr werden. Wer kann hierzu schon Nein sagen? Ich nicht. Toll. Also ich weiß noch, wie ich das Casting gemacht habe. Mein Herzchen, ich war total aufgeregt, weil das ist so was Besonderes, weil wir sind alle damit groß geworden. Zu wissen, dass das sich vielleicht mein kleiner Sohn in 5 Jahren angucken kann und ich sagen kann, guck mal, hier ist Papa. Das ist natürlich, das ist großartig. Juhu! Der beste Tag aller Zeiten! Super! Das ist einfach, echt toll und ich bin echt froh, dass ich es bekommen habe und jetzt hier sitze. Danke. Augen zu mir. Ich will die Welt sehen und nicht nur von meinem Fenster aus. Sie hat ja einen großen Traum und sie muss einfach mal raus, weil sie sieht immer bestimmte Lichter. Und das will sie einfach noch mal sehen. Also ich wiederhole noch mal. Ich führe dich zu den Laternen, bring dich zurück zum Turm und dann gibst du mir meine Tasche zurück. Ich verspreche es.
Stell dir vor, du wärst wie Rapunzel seit 18 Jahren in einem Raum gefangen. Sie will da raus und die Welt sehen. Und sie kann es nicht mehr erwarten. Bitte, dann bringe ich dich eben zu den Laternen. Wirklich? Komm schon, Blondie! Diese Lebensfreude, die sie versprüht, das erste Mal zum Beispiel die Füße ins Gras zu setzen und überhaupt so eine Größe zu spüren, das ist einfach was Besonderes. Und das ist einfach dieser Typ Mensch. Yay! Sie öffnet ihm eigentlich die Augen für die Welt, in der er schon länger lebt, die er aber nur als Schauspieler auf einer Bühne mehr oder weniger durchlebt hat. Jackson, Ihren besten Tisch bitte! Riechst du das? Den Geruch musst du dir ordentlich reinziehen. Lass ihn richtig einwirken. Wonach riecht das? Für mich ist das nämlich ein bisschen Männerduft und ein bisschen richtig mieser Männerduft. Keine Ahnung wieso, aber insgesamt riecht es wie die Farbe braun. Was denkst du? Es gibt sehr, sehr viele Sidekick-Charakter in dem Film, die den Film zu dem machen, was es ist, ne? Und sehr reich machen. Zu den lustigsten von ihnen zählen definitiv die Kneipen-Rowdies. Danke! Da gibt's Tanzsequenzen in so einer Pinte. Und es ist einfach großartig. Das lebt wirklich durch diese Mimiken, durch die Sprüche, durch so viel. Arme ran, Arme ran. Knie auseinander. Knie außer Knie auseinander? Huh? Meine Lieblingsfiguren sind eigentlich der Frosch, das Chamäleon und Maximus, das Pferd. Maximus! Er ist kein gewöhnliches Pferd, sondern sozusagen die verlängerten Hufe des Gesetzes. Kein Wunder, dass Maximus nicht gut auf Lin zu sprechen ist. Ich fände es ganz toll, wenn du ihn nicht verhaftest. Nur für 24 Stunden. Und danach könnt ihr euch nach Herzenslust wieder so richtig jagen, okay? Und ich habe heute Geburtstag. Nur, dass du es weißt. Seit Anbeginn der Disney-Filme sind Pferde immer etwas gewesen in diesen Filmen, die ich so geliebt habe. Und das ist wieder einmal gelungen. Und es gibt meinen heißgeliebten Frosch, der natürlich kein Frosch ist, sondern ein Chamäleon. Was auch schon so viel Amüsement führt, dass er speziell von Flint ständig für einen Frosch gehalten wird, was das Chamäleon natürlich überhaupt nicht lustig findet. Wegen dem Frosch traue ich mich gar nicht zu fragen. Chamäleon. Oder so. Könntest du damit bitte aufhören? Wir sind stolz darauf, dass der Humor des Films von den Hauptfiguren selbst kommt. Flynn und Rapunzels Beziehung ist sehr lustig und glaubwürdig. Du fieberst mit ihnen mit. Wer ist das? Die mögen mich nicht. Wer ist das? Die mögen mich auch nicht. Wer ist das? Gehen wir im Augenblick mal davon aus, dass mich niemand hier leiden kann. Hier! Es gibt natürlich viele Verfolgungsjagden, es gibt Schlägereien, es gibt eigentlich alles, was einen klassischen Actionfilm ausmacht. Und es geht vor allen Dingen auch wirklich zur Sache. Oh, Mama, also so ein Ding brauche ich ganz dringend auch. Das Aufregende an diesem Film war, dass wir mit diesen modernen Filmelementen spielen und sie in eine klassische Story einbauen konnten. Ich muss schon sagen, das ist das Abgefahrenste, was mir je passiert ist. Wie wär's mit Unentschieden? Rapunzel ist eine unglaublich starke Frau mit vielen Talenten. Sie ist etwas Besonderes und macht diese Geschichte unvergesslich. Gibt es noch etwas, das ich über dich wissen sollte? Ich habe magisches Haar, das beschützt werden muss. Vor wem? Wir wollen das Mädchen mit dem magischen Haar. Unser Testpublikum schwärmte vom cleveren und originellen Humor. Da werdet ihr bestimmt nicht enttäuscht sein. Das ist ganz schön viel Haar. Dieser Film lebt durch die Dialoge, durch die ganzen Figuren. Jede einzelne, ob es jetzt Pascal, Maximus, Flynn, Rapunzel, die Bösen. Es ist ein Film, der es schafft, zu zeigen, dass oft die kleinen Dinge im Leben das sind, was dir das größte Glück vermitteln kann. Insbesondere in 3D verzaubert Disneys Rapunzel auf ganzer Linie. Dafür sorgen eine aufwendig animierte Welt, witzige Figuren und eine außergewöhnliche Titelheldin. Geh, lebe deinen Traum. Das werde ich.
Dein Traum ist Käse. Ich habe mit ihr geredet.